Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am 5. Juli 2024 um richtig frühe 9.55 Uhr. Und wie man gerade erkennen konnte, oder jetzt hier auf dem nächsten Schild, ne, Schäferborn, unser üblicher Startpunkt für das Freitagsvideo. Und wir haben die, ja, in Anführungsstrichen, sensationelle Ankunftszeit von 11.17 Uhr. Wenn wir auf den nächsten 109 Kilometern keine Probleme kriegen. Ne? Das heißt, naja, da muss ich ja 5 Minuten drauf rechnen, weil ich ja runterfahre als Feldos. Aber wir werden sehen, was läuft. Mein Kollege kommt ja vom Norden. Und ich glaube, ich hatte es ja schon mal im Video erzählt. Wir machen uns so einen kleinen Spaß, so eine kleine Challenge, wer eher reinkommt. Diese Woche steht es 2:2, also zweimal war ich eher drin, zweimal er. Heute ist also der entscheidende Tag und es ist richtig lustig gewesen, als wir eben telefonisch zusammenkamen, war unsere identische Ankunftszeit 11.21 Uhr. Dann hatte er ein bisschen Verzug da, weil da war irgendwie eine Auffahrt gesperrt. Da hatte er schon ein wenig die Tränen in den Augen. Da war er bei 11.24, aber dann hat er das gemeistert und war wieder zurück auf 11.19. Gut, dann waren wir beide eben zeitgleich auf 11.18 und wie gesagt, ich bin jetzt bei 11.17. Ein bisschen blöde ist das hier mit dem Überholverbot. Denn ja, ich habe nur 12 Tonnen oder was drauf und könnte es natürlich unheimlich gut nutzen. Ja, dass er gut abgeht. Ja, unser Verbrauch liegt momentan bei 22,7, also richtig gut. Und es ist total verrückt. Gestern, da war ich, bin ich leer reingefahren, weil die dadurch technische Probleme nicht ein einziges Gestell für mich hatten. Und ja, und es ist dann so gewesen, dass ich, obwohl ich leer war, 24 Liter verbraucht habe. Fahrstil ist immer der gleiche bei mir. Und weil es wohl geregnet hat halt. Ne? Also Regen macht echt einen Liter aus. Ne? Ja, es wird ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir möchten gerne beide relativ zeitgleich ankommen. Also wenn er ein paar Minuten her ist, wartet er, wenn ich ein paar Minuten er bin, würde ich auf ihn warten, weil ich, er wollte gerne auch mal einen Ziegenkäse von meinem Ziegenbauern haben und ja, komm, mein Gott, da ist so Überholverbot, ist so raus. Ah, das ist nett. Das ist nett, ey, ja, das sind wild hier. Wild, oh, ja, der Name ist nicht Programm, also flott ist was anderes. Ah, na komm. Geh mal wieder rein, ey. Das ist doch ein Shit hier, das nicht läuft. Bedanken wir uns mal. Na. Ja, wie gesagt, gestern dann, das war doch ein kleiner Kampf insofern. Ich kam an und er meinte, er hätte nichts für mich. Und dann muss ich ja mal Meldung machen an die Firma und ja, die muss halt erstmal abklären. Ne? Weil die haben natürlich ganz kurzfristig das gemeldet. Und eigentlich geht es so, wenn die das so kurzfristig melden, dann ist der schwarze Peter bei denen. Also sprich, die müssen dann auch eine eventuelle Leerfahrt bezahlen. Jetzt versuche ich doch mal ein bisschen den Weg zu dengeln. Und ja, aber da musste erst geklärt werden. Und er drohte das Schwert über mir mit Mannheim, ne? Dass sie mich noch nach Mannheim geschickt hätten. Und das hätte dann 2 Stunden obendrauf wäre das gewesen. Und da hatte ich natürlich nicht so den Bock drauf.
Aber wie gesagt, ich konnte da leer rein und heute war einfach ein dermaßen optimaler Ablauf. Ich war früh da, war gerade mal das vierte Auto und die Abwicklung ging so wie früher in 7 Minuten. Das war sensationell. Und dann bin ich schnell rüber und er hatte mir gestern gesagt, ja, morgen habe ich nur 2, 3 Gestelle für dich. Da kannst du dich dann wieder an eine Seite hinstellen, dann mache ich die leer und dann packe ich dir die drauf und dann kannst du direkt wieder los. So, jetzt komme ich heute Morgen da an und denke, ja, alles wie besprochen. Stell mich an eine Seite hin und mach auf und dann kommt er runter und ich sehe auch, dass er da so 3 Gestelle stehen hat und dann erzählt er mir aber die können nicht registriert werden, weil der Vorarbeiter nicht da ist wegen der Berechtigung und so. Und dann sage ich, ja wieso, ich dachte, das sind die, die ich mitnehmen soll. Nee, sagt er, da sind schon 12 Stück auf dem Auflieger. Ich sage, nee, mach mir jetzt nicht fertig. Und dann hat er aber mich abgeladen und hat dann die 12, die er schon auf dem anderen dort stehenden Auflieger hatte, runtergeholt und bei mir draufgestellt. Und meinte am Ende, er hätte jetzt eine gute Tat für dieses Wochenende gemacht. Ich sag, ja, hasse. Nein. Ich sag mal, gibt's demnächst mal wieder eine Packung Eier oder was? Müssen wir mal schauen. Och nee, Leute. Mensch, ich will, dass ihr schneller fahrt. Weil ich ja noch, ich meine, ich habe zwar 11.17, aber da kommt ja noch was drauf, wenn wir jetzt hingehen und... Oh, no, ey. Oh, no. Ist aber auch so dämlich hier. Da ist ganz schön was los. Also finde ich so. Der übliche freie Freitagsrun halt. Na, das läuft aber auch wirklich nicht gut. Ja gut, das ist jetzt... Ja, nee, komm. Das geht jetzt nicht so weiter hier. Das ist immer blöd. Da ist einer und dann hängst du drin. Ich meine... Das ist natürlich unterschiedlich. Mal können sie nicht, mal wollen sie nicht. Man weiß es nicht. Ja, alles fiebert natürlich dem Spiel heute Abend ein bisschen entgegen. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja nicht so fußballverrückt, aber heute Abend werden wir gemeinschaftlich das Spiel schauen, die ganze Family. Also, das heißt zu viert. Na, und ja. Und hoffen, dass Deutschland eine Runde weiterkommt. Na. So. Ja, Litauen, das ist immer das Gleiche. Eben auch mein Kollege sagt da, ja, ich habe da einen Egelmann vor mir. Ich sage, ja, alles klar, da machst du dann auch nichts. So, jetzt haben wir uns schön frei geschwommen. Jetzt sehe ich erstmal nichts. So, richtig gut. Ja, Wochenende natürlich Wetter wieder durchwachsen. Das ist natürlich blöd. Aber gut, morgen früh wird erstmal die Anhängerkupplung eingebaut. Da werde ich auch noch mal ein kleines extra Video machen. So, ja, um denen, die das andere Video gesehen haben mit der durchgerosteten Anhängerkupplung, um denen halt zu zeigen und zu sagen, hier, ich habe für den halben Preis, also für 112 Euro, eine Anhängerkupplung auf Kulanz bekommen. Und die werde ich auf jeden Fall morgen einbauen. Ja, und danach kann ich noch ein bisschen was machen im Hühnergehege unter dem von mir da gebauten Dach. Und außerhalb wird wohl nichts werden, weil die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90%. Ne? Das ist natürlich
ja, dann so, dass es eben höchstwahrscheinlich regnen wird. Und da kann man ja schlecht dann einen Graben ausheben, der spült dir wieder zu oder sonst was. Das macht einfach keinen Spaß. So, gleich müssen wir natürlich wieder schauen, dass hier Wetterau, dass wir da nicht stehen. Ach, hier, ich habe ja die Kamera, ich arbeite ja jetzt nicht mehr mit 50 Bilder pro Sekunde, sondern nur noch 25. Ja, geht klar. Und das hat zwei Vorteile. Einmal kann ich wesentlich länger, also wesentlich mehr Videos aufnehmen, also speichern. Also bei 50, da liegt die Speicherkapazität so, sagen wir mal, bei 5 Stunden, jetzt so grob gesagt, jetzt bei 8 Stunden. Aber das ist ja nicht so wichtig, weil das brauche ich ja gar nicht unbedingt. Aber die Kamera wird auch weniger warm halt. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal ein erheblicher Vorteil. Deswegen, ja, werde ich wohl dabei bleiben. Und ich kann eigentlich auch gar keine Nachteile im Bild erkennen. Ich glaube auch, dass mit diesen hohen Bildraten ist nur interessant, wenn man Zeitlupen und so machen will. Für so Videos, wie ich die mache, ist das gar nicht nötig, da mit so einer hohen Bildrate zu operieren. Das ist natürlich jetzt hier genial. Frei und ich kann... Ja, mein Kollege ist allerdings schneller, weil bei dem, da war der Tachograph kaputt. Dann haben sie ihn ausgetauscht und haben natürlich deswegen eine erneute Tachoprüfung gemacht. Und ja, jetzt sagt er, das Ding läuft jetzt wieder 91. Na? Und... der lief ja auch nur noch 88, so wie meiner. Ne? Ich eingestellte 90, in Wirklichkeit fährt der nur 88. Weil bei mir haben sie halt, das ist das Blöde, da haben sie die... Da muss ich überlegen. Ja, die Tachoprüfung mit nagelneuen Reifen gemacht und dann eben, naja, sehr knapp eingestellt halt. Ne? Also sehr auf Nummer sicher. Es ist immer günstig, wenn deine Reifen so weit abgefahren sind, dass sie es noch akzeptieren können, weil das muss, glaube ich, immer mitnotiert werden. Und dann bekommst du später neue drauf, dann geht das Auto auch richtig ab. Aber das ist jetzt erstmal super, weil oft sind ja hier welche vor mir und so und nee, das ist jetzt richtig erste Sahne, da gibt es überhaupt nichts. Ach, da kommen sie raus. Ja, aber das finde ich gut, wenn Pkw-Fahrer sowas erkennen und ein bisschen mitdenken. Na? Na, das ist hier so ein Schrot. Malen, mischen, quetschen. Ja, das ist einer, der fährt nur von Hof zu Hof und quetscht ihnen das Zeug, was sie da im Grunde selber liegen haben. Gut, schüttet vielleicht noch mal einen Sack Zusatzzeug rein. Ich weiß auch nicht, was der da in dem Kessel hat. Keine Ahnung. Also er produziert eigentlich aus den Körnern, die Bauern auf dem Speicher liegen haben, Schrot. Ah nee, das geht hier auch nicht. Die waren auch mal auf YouTube hier, Baldus, der Junior-Chef oder was, der hat da mal Videos gemacht, ein bisschen einen erzählt. Was man ja gar nicht mitkriegt ist, dass hier diese Fahrer sehr häufig selbstständig sind, ne? auf eigene Kappe fahren. Oh, da war aber jetzt, ein kleiner Schock für mich.
weil da jetzt gerade die, wie sagen wir nochmal, die Rennleitung war. Und ich weiß gar nicht, ob da jetzt Überholverbot war oder nicht. Naja, schauen wir mal. Das wäre natürlich das Aus für das Rennen, ne? Wenn ich jetzt angehalten würde, dann ist Feierabend, da kann ich einpacken. Mein Kollege meint ja, bei ihm käme noch was drauf, er hat 23 Tonnen geladen, er hat Bremsscheiben geladen. Wenn es bergauf geht halt, ne, weil dann wird er schon noch ganz schön, also dann käme wohl noch mal Zeit oben drauf. Weil er muss ziemlich, der muss diesen sogenannten Pommer hoch, da bei Kassel und so, nicht bei Kassel, nach Kassel muss er den Berg da Pommer hoch, ist ein steiles Ding. Aber ich habe ja auch einige Steigungen drin. Ja, wer weiß, was die vorhatten. Vielleicht was Wichtigere. Obwohl, hier ist ja aus. Hier ist ja nichts mit Überholverbot. Ja, und ich habe ja auch keinen ausgebremsten, behindert. Dergleichen. Ja, wir machen uns halt so einen Spaß daraus. Ne? Es ist ja kein wirkliches Rennen, wenn da er in Norden fährt, ich in Süden, ganz unterschiedlich. Er hat keine zwei Tage hintereinander die gleiche Tour. Er hat jeden Tag eine andere Tour. Und bei ihm ist dann viel auch davon abhängig, wie läuft das. Ne? Also, wie läuft die Abwicklung? Lassen Sie ihn stehen, muss er warten, heute muss er warten, weil die noch da Aufkleber an die Ware machen mussten und so. Das ist ja alles bei mir gar nicht gegeben. Bei mir war ja wirklich der schnellste, also in einer Dreiviertelstunde war Auto aufgemacht, leer gemacht, wieder geladen, wieder zugemacht und ich war sogar noch auf der Keramik. Das alles in einer Dreiviertelstunde und da konnte ich auch um 7:45 schon wieder durchstarten. Das hat alles super gepasst, weil ich musste auch heute Morgen sehr früh meine Frau anrufen, schon um 8, weil die hat heute, was natürlich nicht so schön ist, eine Magenspiegelung vor sich. Und die Magenspiegelung, die macht weder ihr noch mir Kopfzerbrechen. Bei ihr geht es mehr darum, finden die am Arm einen Zugang, um die Betäubung einzuleiten. Ne? Das ist bei ihr immer eine ganz, ganz große Frage halt. Und dazu kommt, als sie letzte Mal dort war, da hat man sie, ich weiß nicht, 4-5 Stunden warten lassen, also wirklich einen halben Tag. Und heute hat sie gesagt, heute wird sie nach einer Stunde Wartezeit hingehen und wenn dann nichts passiert, dann sagt sie, dann geht sie wieder nach Hause. Wirklich, beim letzten Mal haben die da einen halben Tag verbraucht. Und ich habe das ja auch schon mal gehabt, das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her. Da bin ich zu so einer Venenärztin gegangen nach Rothenburg. Venenärztin, die nichts anderes macht als Messungen. Ja? Messungen vom Durchfluss und so. Und so verschiedene Sachen. Aber da kommen keine Notfälle hin, ja, ist keine Hausärztin. Das war eine Spezialistin, die saß da im Krankenhaus und hat nichts anderes gemacht als eine Untersuchung nach der anderen. Und da war das ja auch so, da habe ich, sagen wir mal, Termin 10 Uhr gehabt. Um 11 Uhr immer noch nichts passiert. Da bin ich da hingegangen, habe gesagt, entschuldigen Sie, habe ich mich vielleicht mit der Uhrzeit vertan, wann mein Termin ist, ja? Nee, das ist alles okay. Ich sage, ja, aber wir haben doch jetzt schon 11. Ne? Am Ende hat das 3 Stunden gedauert. Also nach 2 oder über 2 Stunden Wartezeit hat man mich reingeholt. Das war, glaube ich, damals beim ersten Mal, als ich dort war. Da war mir dann auch wichtig, sonst hätte ich da auch nicht länger gewartet. Und dann hat sie ihre Messungen gemacht und so. Und dann waren wir fertig. Und wie gesagt, da fehlt mir irgendwo das Verständnis. Weil bei meinem Zahnarzt, dass es da mal ein bisschen dauert, weil ein unerwarteter Schmerzpatient noch reingekommen ist, kann ich verstehen.
Auch beim Hausarzt kann es mal ein bisschen dauern, weil vielleicht eine Art Notfall reinkommt. Aber doch nicht bei so jemandem, der wirklich nichts anderes macht als Termin nach Termin und diese dann arbeitet. Und die wissen ja, welche Untersuchungen sie an den Leuten durchführen wollen und wie lange die ungefähr dauern. Ja, jetzt haben wir schon 11:16. Ja, ich bin mal gespannt. Das Lustige ist auch, da ich ja Ost runterfahre heute, komme ich ja, ja über die 62 auf die Firma zu, also so, dass die Firma rechte Hand liegt. Und er kommt ja von der 7 runter, für ihn liegt die Firma linke Hand. Und ja, und wir begegnen uns quasi und er ist Linksabbieger. Und seit einiger Zeit haben ja die Linksabbieger jetzt immer Vorfahrt gegenüber den Rechtsabbiegern. Wäre echt der Hammer, wenn wir uns da begegnen würden und ich müsste die Vorfahrt achten und er zieht so vor mir rein auf den Platz. Ne? Das wäre natürlich der Hammer. Was haben wir da hinter uns? Ist nur ein weißer Bus. Ich dachte, irgendwie Controlettis, aber nein, ist nicht. Alles ganz entspannt. Ist auch nicht so voll hier, ne? Also für so einen Freitag, finde ich, geht's. Also das haben wir hier schon anders erlebt, anders gesehen. Es kann natürlich daran liegen, dass wir eine halbe, ja, um nicht zu sagen, ja, eigentlich sogar eine Dreiviertelstunde vor der üblichen Zeit liegen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Manchmal sind es 15 Minuten, die entscheidend sind, um flott durch eine Baustelle zu kommen oder mit Verzögerung halt. Ja, wir haben auch Enkelwochenende wieder. Nein, die Tochter muss arbeiten. Denn die alten Leute oder die Pflegebedürftigen wollen ja schließlich auch samstags und sonntags gepflegt werden. Und dann ist das Bürschle bei uns. Ja, das war, und gestern war er auch bei uns, weil die Tochter da einen Termin hatte. Und ja, da ist natürlich wieder etwas, wie soll ich sagen, passiert. Oh, typisch. Ich komme gestern Mittag rein, auch gut bei Zeiten, das war so halb eins. Wow. Also die Leute, die das machen, immer dieses dichte Vorbeiziehen. Ich will es nicht für sie hoffen, aber es könnte eines Tages für sie ganz böse ins Auge gehen. Einmal eine Spurrille und der versetzt mal einen halben Meter zur Seite und schon war es das. Ne? Also das ist schon, ja, und was wird das hier? Wieder mangelnde Beschleunigung. Ja, und wie gesagt, ich komme rein und weil ich vorher noch ja, da diese Salatreste da von dem Restaurant abgeholt habe, wo wir immer jede Woche da so eine schöne Menge Salat bekommen, Köpfe und so weiter für die Hase, für die Hühner. Das habe ich geholt und dann war ich noch bei den Ziegenbauern den Ziegenkäse abholen. Denn als ich gestern Nachmittag da war, habe ich ihn zwar angetroffen und ich sage, Mensch, jetzt bin ich dritte Mal hier, aber er hatte keinen Käse. Er sagte, ich mache die nachher noch. Ja, sage ich, okay, dann komme ich morgen nochmal. Dann meinte er, ja, dann muss aber bis 3 Uhr da sein, ich muss zum Schlachthof und so. Ich sage, okay, da komme ich direkt nach der Firma. Und das wäre natürlich, wenn man mir Mannheim aufs Auge gedrückt hätte, dann wäre das eng bis unmöglich geworden. Aber so ging es halt. Auf jeden Fall. Sieht aus wie eine Terrasse da oben mit seiner Holzplattform. Oh, er ist flott. Auf jeden Fall, ja, habe ich den angetroffen und so. Habe dann schön meine Käse, habe noch für meinen Kollegen Käse mitgenommen. Genau, deswegen wollen wir uns da treffen, damit er den Käse mitnehmen kann, den ich hier für ihn im Kühlschrank habe. Auf jeden Fall komme ich da mittags nach Hause und dann bin ich hinten rumgegangen über den Hof und gehe dann den langen Flur und steck so den Kopf nach rechts in das Wohnzimmer halt, ne,
weil ich hab gesehen, aha, die Schultasche ist schon da, also wusste ich, der Junge ist da. Und guck so rechts um die Ecke und guck genau im richtigen Moment, wo nämlich wieder was passiert, was nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, was da genau war, ob jetzt unsere Ruby auf die Couch wollte und dem Kleinen hat da nicht gepasst. Auf jeden Fall zieht er so einen richtigen fetten Tritt ab, ja, in Richtung Hund. Und ja, aber es war richtig schön, weil es hab's genau abgemacht. Ich so, ey, nein, und beide, Hund wie Kind, haben zusammengezuckt und waren ihm stillgestanden. Und dann sage ich, so geht es nicht, das weißt du ganz genau. Nein, er weiß es ja auch, er weiß es ja auch besser. Er weiß es, er hat schon lange genug mit den Hunden zu tun und so. Und er weiß, dass man das so nicht macht, weil je nachdem ist der Hund davon überhaupt nicht beeindruckt. Im Gegenteil, der denkt noch, ach ja, nettes Spökschen hier. Und gibt nochmal richtig Gas und das ist natürlich immer so eine Sache, das kann sich dann hochpushen. Nein, so nicht. Ich verstehe das ja, wenn der Junge das nicht möchte, vielleicht, dass der Hund ihn belästigt. Der kann schon mal aufdringlich sein, aber das muss er schon korrekt regeln. Aber das, mittlerweile kennt er mich. Er weiß, ich, ja, oder ich suggeriere ihm, ich sehe alles, ich höre alles, ich kriege alles mit. Und ich bin dann auch immer sehr schnell. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist nicht nur wichtig bei den Hunden, das ist auch gut, wenn man das bei einem Kind ist. Also wenn man ein Kind bei irgendetwas ertappt, was nicht okay ist, wenn man dann sofort reagiert und nicht eine halbe Stunde später und nicht irgendwie ein langes Ding rausmachen. Einmal richtig bäm. Nein, das war jetzt nur verbal. Und dann weiß er Bescheid fürs nächste Mal. Nein, wir sind hinterher schön gelaufen. Er hat wieder gesagt, Opa, stell mir Rechenaufgaben. Und es ist schon faszinierend, wie gut der Kleine schon im Rechnen ist. Mathe ist ja nicht unbedingt so mein Fach, obwohl das, was er da im Moment macht, das habe ich natürlich noch im Schlaf drauf. Die rechnen in seiner Klasse bis 20. Und jetzt im Moment machen sie Geometrie und er ist aber schon fit. Den kannst du auch fragen, was ist 45 plus 12 oder so. Dann rechnet der und rechnet das aus. Und das ist einfach klasse. Und er hat auch Spaß daran, ja. Darum geht's ja, er hat da Bock drauf. Nein, das ist nicht so, dass ich jetzt zu ihm sage, ja komm, lass uns mal rechnen und er dann, oh nee, schon wieder oder muss das sein? Nein, er hat da Bock drauf. Er hat auch Bock drauf, Schach zu spielen und so und diese Dinge. Allerdings, es gibt auch Dinge, wo er keinen Bock drauf hat und die muss er dann trotzdem machen. Zumindest bei uns. Das ist so dieses Spezielle halt. Bei uns, da muss er mitziehen. Mit seiner Mutter kann er schon mal diskutieren, mit uns weniger. Oh, was ist denn da los? Völkerwanderung, hey! Ich meine, ich mache jetzt mal einen schlechten Scherz. Sollten das etwa alles Fachkräfte sein, die daherziehen, ihres Weges? Schauen wir mal runter. Ja, sagen wir mal so. Naja, nicht unbedingt. Aber irgendwie machen die Party. Hey, es sah so aus, als wenn die alle Flasche Bier in der Hand hatten oder was. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, warum hier mein Dingen die ganze Zeit. So. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich kann ja jetzt mit meinem, also ist ja so, wenn jetzt heute nicht Freitag wäre, dann würden wir ja telefonisch in Verbindung stehen, mein Kollege und ich. Jetzt natürlich werden wir erst das Endergebnis sehen, wenn wir auf den Platz fahren.
Normalerweise mache ich ja auch immer mit dem Videoschuss, bevor wir auf dem Hof sind. Ich schaue mal. Ich schaue mal, ob ich quasi euch das, dieses Ergebnis dieser in Anführungszeichen Challenge mitgeben kann. Ja, da habe ich auch mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, ich hatte auch schon in einem Video davon geredet. Da gibt es ja so ein neues Ding bei YouTube. Das nennt sich The Race. Ausgedacht hat sich das so ein Typ namens Dave. So, mir sagte der jetzt nichts. Und es ist jetzt auch keiner, von dem ich schon mal öfter Videos gesehen habe. Aber wie ich feststellen musste, ist das schon eine große Nummer auf YouTube. Hat 1,8 Millionen Abonnenten. Und macht immer viele verrückte Sachen und hat locker immer grob zwischen 500.000 und 1 Million Klicks. Und der hat wohl schon vor 10 Jahren diese Idee gehabt und hat aber jetzt erst die Möglichkeit gefunden, das zu realisieren. Und brauchte eben auch eben Sponsoren, die er dann auch gefunden hat und so. Und ja, es geht ja darum, 5 Leute werden irgendwo in Tanga, also mit verbundenen Augen, hingestellt und dann können sie natürlich die Augenbinde abnehmen, haben kein Handy und kein Geld und haben nur einen Rucksack mit einer Ausrüstung, ja, eben so Tarp und Schlafsack und Gedöns. Und ja, und das Ziel ist es also, Köln zu erreichen, ohne Geld. Das heißt, sie dürfen arbeiten, sie dürfen sich Geld verdienen, sie dürfen Geld schnorren, betteln, das ist alles möglich. Was sie nicht dürfen, ist, sie dürfen nicht sagen, dass sie da an so einer Show teilnehmen. Sie dürfen allerdings sagen, ich mache da so ein Wettrennen mit ein paar Freunden. Das dürfen sie wohl sagen. Und dürfen sich natürlich mitnehmen lassen und so, ne? Aber sich nicht gegenseitig helfen, also die Teilnehmer. Naja, da gibt es halt so ein Regelwerk. Und ich finde es, ja, ist schon interessant so. Und worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn man das mitbekommt, alle 5 hatten ja jetzt das Problem, sie müssen rüber nach Spanien mit der Fähre. Und ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, das ist eins der größten Hindernisse. Weil, ich sag mal so, bist du einmal in Spanien auf dem Festland, dann, naja, dann auf gut Deutsch gesagt, könnte man in Anführungsstrichen auch zu Fuß nach Köln gehen. Aber wenn du auf dem afrikanischen Kontinent bist, in Marokko, also in Tanga, hast du schließlich das Wasser dazwischen. Und da kannst du mal nicht rüberschwimmen. Und also das haben die Teilnehmer auch selber so gesehen, dass das mit einer der größten Hürden ist. Und es ist einfach auch ein bisschen beschämend zu sehen, wie hilfsbereit die Leute dort sind, im Ausland halt. Und das habe ich ja nicht nur bei denen jetzt mitbekommen, sondern ich gucke mir auch andere an, die herumreisen in Afrika, in Asien oder in Südamerika. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gastfreundlich und hilfsbereit die Leute in den anderen Ländern sind. Also es beschämt einen ein bisschen, finde ich wirklich. Weil wenn ich so denke, wie das so wäre, wenn so jemand da zu mir käme. Gut, man muss dazu sagen, die Jungs sind ordentlich gekleidet, sauber. Und offen halt. Ne? Und der eine, der kann sogar ein bisschen Spanisch und der andere kann ein bisschen Französisch. Einer kann halt nur Deutsch und Englisch, aber man findet ja immer wieder auch Leute, die ein bisschen Englisch können da. Und ja, es ist absolut interessant eben zu sehen, wie sie es managen. Der eine quatscht einen an, da geht dieser Marokkaner hin, bezahlt ihm ein Taxi zum Busbahnhof und gibt ihm noch mal Geld fürs nächste Taxi zum Hafen. Dann hat er an so einem Ticketschalter, ein anderer, am Ticketschalter für die Fähre gefragt,
ob es irgendeine Möglichkeit gibt, rüberzukommen. Da hat der Typ gesagt, das Einzige, was ich dir anbieten kann, statt 440, die haben da die dortige Währung, 350, das könnte er ihm anbieten. Dann hat er sich innerhalb relativ kurzer Zeit die 350 Euro zusammen, ja, ich will nicht sagen geschnurrt, der ist hingegangen, hat erzählt, worum es geht und hat gesagt, wenn sie mir helfen können oder mir helfen, dann bin ich dankbar und freue mich und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Also niemals böse gewesen und so. Und es hat auch Leute gegeben, die haben gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber es ist so, der eine hat zwei, ich glaube, es sind Franzosen getroffen, die in Spanien sogar einen Wohnsitz haben, die ihm erst ein bisschen Geld gegeben haben und dann nach ein bisschen hin und her gesagt haben, okay, komm, wir bezahlen dir die Überfahrt und jetzt kann er sogar mit denen mit und bei denen eine Nacht übernachten und das heißt dann, er wird am nächsten Tag dann zu einem Rastplatz gefahren, von dort versucht er dann aus weiterzukommen und es, ja gut, einer ist da, ja, das war gut, die durften dann am ersten Tag, wo sie ausgesetzt werden, um 16.30 Uhr, keine Minute eher, durften sie einen Umschlag öffnen, wo sie nicht wussten, was da drin ist. Ich meine, es gab einen, der hatte noch nichts gepackt hier, von wegen, wie komme ich übers Wasser. Und er hatte natürlich die Hoffnung, dass dass da Geld drin ist. Und es ist auch so ähnlich gewesen, da ist dann so eine Art Kreditkarte drin, da ist ein Guthaben von 50 Euro drauf. Und sie müssen das nicht einsetzen, sie können das einsetzen. Allerdings gibt es auch irgendwie eine Summe zu gewinnen. Und für die Benutzung der Kreditkarte wird ihnen eine Summe vom Gewinn abgezogen, aber nicht unbedingt 1:1. Also wenn Sie jetzt 5 Euro von der Kreditkarte verwenden, heißt es nicht, es wird Ihnen 5 Euro von der Gewinnsumme abgezogen. Das kann auch 50 oder 500 Euro sein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und er war aber happy, weil das war im Grunde der Letzte, der noch kein Fährticket hatte. Und er war happy zu wissen, okay, ich kann mir jetzt auf sicher ein Ticket holen. Jetzt passiert da Folgendes. Das ist ja echt eine Story gewesen. Man hatte ihn vorher schon mal, hatte ihn da so eine Sicherheitskraft darauf, ja nee, den muss ich hier erledigen. Das ist hier aus Friedewald, das ist ja bei mir 9 Kilometer von meinem Wohnort um die Ecke, ist das ja hier Hermes und die sind alle gnadenlos auf 83 abreguliert. Der kann gar nicht schneller. Und den muss ich loswerden. Der bremst mich sonst wirklich aus hier. Aber das wird auch was werden. Jetzt. Obwohl gut, gewichtstechnisch haben die auch nicht viel drauf. Müssen wir natürlich schauen hier. Aber müsste eigentlich gehen. Es müsste klappen. Das tut sich schwer hier, der Karren. Ich glaube, da nehmen wir den auch noch mit, wa? Den mit dem Abfall da. Ja klar, den nehmen wir auch noch mit, der ist so langsam. Doch, den nehmen wir mit. Ha! Und da ist Überholverbot, Ende. Wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das? Absolut. Absolut. Ja, jetzt war er vorher schon von so einer Sicherheitskraft darauf hingewiesen worden, also Filmen ist da illegal und so, weil er da immer rumgefilmt hat, gut, überwiegend auch sich selber. Und dann meinte einer schon, ja, muss ich die Polizei holen und so. So, ich will das jetzt nicht ausdehnen. Er geht also mit seiner
Kreditkarte jetzt wieder zum Terminal mit dem sicheren Wissen, ich kann mir ein Ticket kaufen. Plötzlich kommt Polizei, ein Polizist. Und er denkt schon, oh nee, boah, hoffentlich nehmen sie mich nicht mit und so. Und dann sagt der Polizist wieder, ja, er steckt die Kamera so rein, also du kannst aber den Ton, hörst du, bildmäßig ist erstmal dunkel, er hat das Ding irgendwie in der Tasche gesteckt. Und dann hörst du irgendwie, wie der Polizist sagt, ja, Film ist hier illegal, er erklärt ihm, was Sache ist und so. Und der Polizist fragt, wie, du hast kein Geld? Ich muss sagen, einer von denen oder zwei, die haben auch mal den Spruch gebracht, ich habe alles verloren. Aber in Reisepassagen. Einmal hat einer von denen den Spruch bekommen, ja, da musst du dich an deine Botschaft wenden. Das ist ihnen aber nicht erlaubt, von dem Regelwerk her. Auf jeden Fall sagt ihm der Polizist wieder, du darfst hier nicht filmen, das ist illegal und so. Und plötzlich sagt der Polizist, hier ist das Geld für das Ticket. Echt, da hat der Polizeibeamte ihm, und man muss überlegen, die verdienen zwischen 300 und 900 Euro dort. Das ist ungefähr so das, was die da in Marokko verdienen. Und da gibt ihm einer echtes Ticket für 33 Euro. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Also, wir waren, meine Frau und ich, wir haben das gestern geschaut, war ja eh so ein bisschen Uselwetter. Also wir waren absolut perplex, ey. Das ist so krass gewesen. Da denkt man manchmal, Mensch, wir sind nicht so. Leider. Wir sind da abweisender oder mehr auf Distanz. Ich meine, sicherlich, man hilft auch mal, aber also nicht so wie die. Die nehmen die Leute ins Auto, die fahren die dahin, alles Mögliche. Nein, es ist sehr unterhaltsam, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Videoserie, dieses Format oder diese Challenge oder so. Sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe gestern noch so zu meiner Frau gesagt, sowas ist ja fast sogar besser, als wie diese Geschichte, wo die da immer im Dschungel ausgesetzt werden mit wenig Equipment oder mit nur Messer oder irgendwas, weil wer kommt schon mal in so eine Situation? Aber so etwas, du bist da plötzlich in so einem Land und ja, deine Kohle ist weg oder was, ja. Das kann ja mal passieren und die zeigen dann, wie man es eben schaffen kann, dann eventuell trotzdem nach Hause zu kommen halt. Ne? Und das finde ich schon irgendwie gut. Das gefällt mir. Wir werden da weiter dranbleiben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen das werden. Der Erste, der in Köln ankommt, ist der Gewinner und das beendet dann das Rennen auch komplett. Also dann ist Schluss mit dem Rennen. Wird also kein zweiten, dritten, vierten, fünften geben, sondern es gibt nur einen, so der Erste kriegt alles halt, ne? Sind alles so Leute von YouTube und Leute, die so, ja, ihre Kanäle damit bestreiten oder auf ihren Kanälen immer Videos bringen, wo sie halt überwiegend verrückte Sachen machen, also ich sag mal, in der Badewanne einen See überqueren oder alles Mögliche, irgendwo runterspringen. Es ist einer dabei, der kann eben so Flipflops und Saltos und so ein Gedöns. Also jemand so aus dieser sportlichen Richtung. Einer, der hat schon Ähnliches gemacht, so Reisen ohne Geld und der hat dadurch auch so ein bisschen Spanisch gelernt halt, was ihm jetzt schon also zum Vorteil gereicht hat, weil er hat da einen angesprochen, der sprach Spanisch und der hat direkt gesagt, ja komm, ich fahre dich da zum Hafen und so und hat sogar noch gefragt, muss man sich mal vorstellen, hat gefragt, ob es denn in Ordnung wäre, wenn er vorher noch an so einem Hotel vorbeifährt, weil er da frisches Gemüse und Obst hat, was er da hinliefern wollte, hat natürlich der Teilnehmer gesagt, ja klar, nein. Es ist wirklich, es ist absolut faszinierend. Natürlich sehr,
ruppige Kamerabewegungen zum Teil und Schnitte und so weiter. Aber okay, das gehört dazu. Und wie gesagt, alle fünf haben es geschafft, rüberzukommen am ersten Tag. Aber mit einer Stunde versetzt oder so, oder auch zwei. Und nicht von den gleichen Häfen aus. Es gibt nämlich, glaube ich, drei Häfen, von denen man aus starten kann. Aber wir müssen auch immer schauen, ne? Man sitzt dann davor, guckt das und da muss man wirklich auch mal sagen, komm, halt, stopp. Wir machen jetzt mal hier eine Pause, wir müssen auch raus, ne? Was weiß ich. Tiere müssen noch versorgt werden oder die Tomaten gegossen oder irgendwas in der Art. Es gibt ja immer was zu tun. Vor 15. Wir haben jetzt noch 33 Minuten. Ich könnte. Boah, jetzt kommt mir so ein Gedanke. Mein Kollege geht ja jetzt fest davon aus, dass ich wie immer freitags Alsfeld Ost rausfahre, damit wir dann so bei einem Video in der Woche ein bisschen auch über Landfahrt haben. Und wenn ich natürlich das nicht tun würde und würde durchziehen und es läuft, ne? Ich meine, das ist immer so eine Sache, so Hartenbacher Dreieck, Grimberg, kann immer ein bisschen, naja, sich stauen, dann ja, würde ich dann am Hattenbacher Dreieck auf die 7 auffahren und er ist entweder vor mir oder hinter mir. Aber dann würden wir ja im Grunde beide an der Abfahrt Niederaula rausfahren. Und auf jeden Fall, dann bleibt es natürlich bei den 11.15. So ist das die Frage. Und ob er wirklich so viele Minuten verliert durch die Steigung, nur weil er jetzt 23 Tonnen drauf hat, weiß ich nicht. Es könnte natürlich sein, ich mache das jetzt, fahre Alsfeld Ost raus, komme an und er ist gerade eben angekommen. Dann wäre diese Entscheidung genau der Knackpunkt. Also sprich, wäre ich geradeaus durchgefahren, Autobahn bis zum Ende. Nein. Aber ich werde es mit Alsfeld Ost versuchen, weil es gehört einfach dazu. Ne? Ich denke mal, für einen ganzen Teil der Zuschauer auch, dass wir freitags immer da rausfahren und dann schön durch die Landschaft gurken, an der Fischbude vorbei und so, wie jeden Freitag. Aber es ist auch richtig geil leer hier. Ne? Guckt euch das an. Ich meine, die regelmäßig mitfahren, werden das wissen. Freitags ist hier oft viel, viel los mit LKWs und auch mit PKWs. Also links oft Schlange ohne Ende. Gut, nun werden vielleicht nicht ganz so viele durch die Gegend gurken an diesem Wochenende wegen dem Fußball. Könnte ich mir vorstellen. Ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist auch ein bisschen schräg, wenn man nämlich so schaut. Naja, gut, Statistiken sind ja immer so eine Sache. Nein, glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Sind das Engländer oder Holländer? Konnte man jetzt mit der Schnelligkeit gar nicht erkennen. Na, warte mal, die gehören wohl alle zusammen. Nee, kann auch Dänemark gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht. Größere Truppe. Bei meinem Kollegen sind eben, während wir telefoniert haben, 18 Harleys vorbeigefahren. Einfach eine geile Soundkulisse, ohne jede Frage. Naja, und wir
wollen wir mal schauen. Also wie gesagt, die, die sonst mitfahren, die werden das wissen, dass das hier freitags eigentlich in der Regel immer... Achso, ja, ich wollte sagen, genau, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, dann sind 50% gar nicht an der EM interessiert. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt überhaupt nicht so der Fußballfreak, aber da die... Ja gut, ich habe das letzte deutsche Spiel gesehen, das, wo es dann wirklich darum ging, kommen sie jetzt weiter. Und das fand ich schon spannend. Und heute hat es ja noch mehr Spannung halt, ne, wegen K.O.-Runde, harter Gegner. Doch, das kann man sich doch mal ansehen. Und der Kleine möchte es ja auch gerne sehen. Der ist schon mehr am Fußball interessiert. Da sagt er gestern auf dem Gang mit den Hunden, sagt er so zu mir: Opa, wer ist der beste deutsche Spieler? Und ich sage immer für den Füllkrug aus Verscheißern, sage ich immer Füllhorn. Weil jedes Mal, wenn ich Füllhorn sage, kommt meine Frau und korrigiert mich. Und das finde ich halt so witzig. Und also sage ich zu ihm auch, ja, Füllhorn, ne? Nein, sagt er, Masala. Ne? Masala. Ich sage, ja klar, Masala. Masala, wenn du sagst, er ist der beste deutsche Spieler, ja, okay. Nein, der ist, dann sage ich so zu ihm, zum Enkel halt, ja, der ist ja Marokkaner. Also der ist Deutscher, aber marokkanischer Herkunft. Und das wusste er auch. Er wusste dann auch, der ist marokkanischer Herkunft. Es gibt ja diesen Spruch, das wird mir hier zu bunt, ne? So kennen bestimmt viele oder alle von euch diesen Spruch, das wird mir zu bunt. Da habe ich heute Nacht zu meinem Kollegen gesagt, die sagen ja immer, Deutschland wird bunt oder muss bunter werden oder eigentlich sind wir schon ganz schön bunt, ne? Wenn wir mal schauen so auf die Nationalmannschaft. Und da habe ich so zu meinem Kollegen gesagt, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, sage ich so zu ihm. Ich sage, aber, jetzt kommt das Aber, es könnte einem auch mal zu bunt werden. Na, es könnte einem auch mal zu bunt werden. Ja, da wollen wir mal abwarten. Aber leider wird es sich ja innerhalb eines weiteren Zeitjahres leider an diesem ganzen Problem nicht allzu viel tun. Ne? Ah ja, habe ich einen interessanten Artikel, habe ich mit meiner Frau heute Morgen noch drüber gesprochen. Sie hat es auch gelesen. Da ist nämlich eine von den Grünen ausgetreten und der CDU beigetreten. Die CDU, die schlachtet das natürlich so ein bisschen aus, so, ne, wie ich schon mal sage, die hauen jetzt damit auf die Kacke. Und die Grünen, ja, die reden das natürlich schön, die sagen, ja, die ist gegangen, haben wir ein Problem weniger und so. Und ja, quasi, es wird sie nicht tangieren. Dabei ist der, in Anführungszeichen, der Schaden viel größer, als sie so zugeben wollen. Und die CDU kann es richtig schön ausschlachten. Aber darum geht es mir gar nicht so. Mir geht es jetzt um Folgendes. Diese Grüne, die hat dann ja auch gesagt, warum sie das macht. Und zwar, weil sie sagt, die Grünen... Die wollen ihre Ideologien durchsetzen und verwirklichen, ohne quasi Rücksicht auf die tragende Mittelschicht. Oder ich sag mal so, im Grunde ohne Rücksicht aufs Volk, auf die ganzen Leute.
Und da ist ja auch was dran. Da hat sie ja auch vollkommen recht. Das ist ja das, warum die eben jetzt schon so viele Stimmen verloren haben. Sie nehmen die Leute einfach nicht mit bei ihren Ideen. Oder sagen wir mal so, sie wollen ihre Ideologien durchsetzen, auf Teufel komm raus. Und die Leute sind aber nicht bereit, da mitzuziehen. Und das ist der Grund. Ja, das läuft auch nicht. Nein. Politik zu machen, die das Volk nicht mitnimmt, die Leute nicht mitnimmt, das geht gar nicht. Jetzt habe ich ja 11,14. Das ist ja richtig der Hammer. Aber irgendwie läuft das hier wieder nicht. Ah, jetzt muss ich natürlich gucken, weil ich will ja dann auch rechts raus. Weil das bringt es jetzt nur bedingt, wenn ich jetzt überholen würde, weil da muss ich mich wieder da reinquetschen. Ach komm, das sind nur ein paar Sekunden, das lohnt sich nicht. Da machen wir jetzt mal gar kein Theater. Obwohl gut. Ja, nee, da hätte ich... Ja, mindestens zwei hätte ich schaffen müssen. Aber lohnt sich nicht. So, da wird jetzt Else erstmal ein bisschen rotieren, bis sie dann gecheckt hat, dass ich das echt will hier mit dem Runterfahren. Wir zeigen das schon mal rechtzeitig an. Ja, ich meine, ich könnte natürlich durchziehen und dann wäre ich 11.14 Uhr auf dem Platz. Ne? Aber wir... Ja, es wäre natürlich ein bisschen hart gegenüber meinen Kollegen. Nein, ich mache es jetzt auch so, wie er rechnet und versuche es trotzdem zu schaffen. Und wenn er gewinnen sollte, dann kann ich immer noch sagen, ja, du hast nur gewonnen, weil, ne? Ist doch auch okay. Das Vögelchen fährt vor mir her. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie der Kollege fährt. Ne? Erstmal können wir schon mal durchziehen. Aus Bochum, meiner Geburtsstadt. Kerle, ja, aber der ist nicht von hier. Ey. Das ist natürlich nicht unbedingt so toll. Ich meine, gut, das kann so und so sein. Kann sein, einer, der sich nicht dran hält. Oder wie gestern war ein eigener Kollege von mir vor mir und der fuhr 65. Knallhart. Jo, ein Bochum, also. Auch vorne Bochum. Nix Polen oder so, echt Bochum. Da ist aber auch hier ein Shit mit dieser Ersatzstraße, ne? Das ist schon Hammer. Ja, wie soll die Straße? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Jetzt sieht es ja aus, als wenn sie da. Ach, wie letzte Woche. Na, nee, der ist durch. Er ist durch. So. So, ich muss erstmal ein bisschen hier wieder mich einfudeln und ich brauche noch mal ein kleines Riegelchen.
Ach nee, Kollege, jetzt fahren wir nicht mit 57 hierher, du. Da kriegen wir mal, ja, 11,21. Bakar. Das Lustige mit meinem Kollegen gestern vor mir war, ich brauchte im Grunde nie großartig bremsen, weil ich hatte Abstandstempomat drin, das hat er dann immer für mich übernommen. Ja, er ist natürlich vorsichtig. Wäre ich auch, wenn ich es nicht kennen würde. Da muss man sich zurückhalten. Ja, 53 gefahren, aber jetzt nicht mehr. Ah, bei mir grinste wieder, ne? Ah, 49, ja, alles gut, 48. Hier auch überall die Löcher, Glasfaser. Oder hier haben sie alles aufgerissen, hier die ganzen, sieht man überall, die Gräben. Echt rechts wie links. So, jetzt kommt hier die berühmt-berüchtigte Feierabendkippe. Haben wir wenig geraucht jetzt auf der Rückfahrt. Ah, nicht schlecht. Nee, ne? Ich würde mal behaupten, so darf der gar nicht über die Straße fahren, ne? Mit seinem schwingenden und pendelnden Teil. Eigentlich nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er jetzt die ganze Zeit vor mir herfährt. Das finde ich jetzt überhaupt nicht lustig. Blinker hat er auch nicht. Oh. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Dann haben meine Frau und ich gestern noch was gesehen, das war auch der eine oder andere von euch weiß ja schon, wir schauen da immer mein Reisetagebuch, das ist der Name von einem Kanal, so ein Typ aus Deutschland, Stefan, reist ja mittlerweile, am Anfang eben mittlerweile in Begleitung einer Vietnamesin durch die Gegend und die sind momentan in Afrika, Kenia, Nairobi halt und gestern war angesagt Besuch des größten Slums in Afrika, obwohl das ja keine besonders positive Sache ist, streiten sich die Gelehrten darüber, ob der größte Slum jetzt in Südafrika ist oder dort. Aber wie gesagt, ein riesiger Slum und er erzählt, ja, da könnte man auch also es würde im Internet würde einem geraten, dort nicht alleine reinzugehen oder da durchzugehen. Und es gibt da geführte Touren. Aber er steht nicht auf geführte Touren. Er sagt, wir werden das mal alleine erkunden und mal schauen, ob es gefährlich ist. Das sagt er immer, wir gucken mal, ob das gefährlich ist. Ne? Das spricht er dann immer so. Und ja, dann ist er dahin. Das war erstmal schon mal halsbrecherisch, dahin zu kommen,
Du musstest über so schmale Betonwege laufen. Und wenn du da abgerutscht wärst, also oder einen Fehltritt gemacht hättest, dann wärst du in die ekelhafteste Mocke. Also einfach Wasserschlamm, Abfälle, mit bestimmt auch Fäkalien oder was, ich weiß es nicht. Boah, aber so shabby. Wenn man da einen Fehltritt gemacht hätte, wäre da reingefallen, ey, boah, dann, ich glaube, da wäre dann Holland in Not gewesen. Auf jeden Fall eher so da rein. Und ja, dann hat er ja schon immer so Sachen drauf gehabt, dass er so immer mal wieder so den Kindern, ne, den armen Kindern so irgendwas geholt hat, gekauft hat und denen dann geschenkt hat. Und jetzt zuletzt, mehrere Male hat er immer Bananen verschenkt. Und da haben ihm aber wohl Leute in Kommentaren gesagt, hör mal, das ist aber irgendwie total Asche, was du da machst. Den Farbigen da Bananen schenken. Und ich finde, es hat auch irgendwie Geschmäckle. Ne? So ein bisschen was von, versteht mich jetzt nicht falsch, also ich finde es einfach scheiße, dass er das gemacht hat. So ein bisschen von wie Affen füttern, ne? Bananen. Und Nüsse, ja, das ist genauso bekloppt. Ne? Nüsse, er verteilt dann immer Nüsse oder Bananen. Und ja, und gestern auch ist er los, erzählt, er hätte Toastbrot dabei. Ne? Da sage ich zu meiner Frau, wie bekloppt ist das denn? Toastbrot, ne? Naja, auf jeden Fall er so da durch und dann, ja, der filmt ja, der ist ja gnadenlos. Der filmt ja alles und überall und auch in den Boden rein. Und dann sprach ihn auch jemand an und hat ihn da mitgenommen zu seiner Familie wohl. Und dann, die haben nun mal Behausungen, die sind ziemlich fensterlos, also dunkel. Und er dann, und er kloppt da manchmal Sprüche raus. Ne? Er sagt, oh, ist aber ganz schön dunkel hier und so. Und ja, was kocht ihr denn da? Das sah für mich nach nur Reis aus. Naja, auf jeden Fall hat dieser Schwarze, der ihn da, oh, 1,62 der Diesel, der ihn da angesprochen hat, hat ihn dann irgendwohin mitgenommen, da waren da plötzlich ganz, ganz viele Kinder und so eine dicke Afrikanerin. Und dann hat er, dieser Stefan, die Frau gefragt, sind das alles seine Kinder? Aber dann war schon klar, das konnte gar nicht sein. Nein, das sind nicht alles ihre Kinder, sondern sie ist sowas wie eine Art Tagesmutter, die dann Kinder beaufsichtigt von Leuten, die irgendwo arbeiten und Geld verdienen. Und ja, und da hat er mit der gesprochen und der hat er dann am Ende umgerechnet 15 Euro in die Hand gedrückt. Ey, ihr glaubt nicht, wie die Kinder gejubelt haben und auch die Frau hat sich gefreut, sich bedankt und so. Also das war eine gute Geste. Da ist mal eine Spende ganz direkt angekommen. Und bei dieser Frau konnte man auch davon ausgehen, dass sie es jetzt nicht egoistisch und eigennützig für sich verwendet, sondern wirklich auch was da für die Kinder macht. Und dann hat er aber immer noch sein Weißbrot gehabt. Und dann wollte er am Ende sein Weißbrot noch loswerden. Ey, da wollte doch glatt die Vietnamesin hingehen und die Packungen aufmachen und die Scheiben einzeln verteilen. Ja, Mann, er ist dann hingegangen, hat die ganze Tasche genommen, hat nicht mal die einzelnen Pakete abgegeben, sondern hat die ganze Tasche, ihr fragt mich nicht wie, plötzlich war wieder diese Afrikanerin da. Und da hat er dann der die ganze Tasche gegeben, damit die das Zeug dann da verteilen kann. Aber da haben wir auch Folgendes gesehen oder festgestellt. Das ist jetzt nicht, also ich sag mal so, es ist eigentlich totaler Blödsinn, was er da immer mit Essen abzieht. Weil, ich meine, auch bevor er diese Videos gemacht hat, wo er wirklich alles so zeigt, hat man ja schon mal Berichte gelesen über die Länder, Artikel oder andere Dokumentationen gesehen. Und man weiß ja, dass die ganz anders leben als unser eins. Und dass da ein ganz anderes Level ist. Und
Ja, und wenn die dann so gebrauchte Kleidung verkaufen für 10 Cent, 20 Cent umgerechnet, dann, ja, dann sagt er immer, ah, das ist aber günstig und so. Für die ist das doch nicht günstig, weil die verdienen doch total wenig. Ne? Deswegen, ich finde manchmal die Sprüche, boah, die sind, also da kriege ich Gänsehaut, beziehungsweise sträuben sich mir die Nackenhaare. Ne? So, und wir haben also voll festgestellt, dass die Kinder alle nicht unterernährt aussehen. Die sehen vernünftig ernährt aus, also die bekommen einen Satz zu essen. Und die sind, obwohl da so eine Armut ist, haben die alle immer bunte, saubere Kleidung an. Die sehen wirklich frisch aus. Und er sträubt sich immer so ein bisschen, denen Süßigkeiten zu kaufen. Ja? Weil er sagt ja immer, ja, Süßigkeiten sind ja nicht so gesund und Nüsse sind gesund und so. Ey, die essen mit Sicherheit so selten Süßigkeiten, da kann man doch nicht von ungesund sprechen. Denn wir wissen ja, Gift ist die Dosis. Habe ich jetzt noch im Hörbuch, war ein guter Satz, da geht es nämlich um so einen Giftmörder. Und da wurde gesagt, letztendlich ist alles giftig. Auch Bananen. Nein, weil da ist irgendwie so ein Stoff enthalten. Und nein, wenn du von diesem Stoff zu viel aufnimmst, ist das giftig. Gut, dann hat eine andere sofort ausgerechnet, man müsste da Tausende von Bananen essen innerhalb der und der Zeit. Also völlig unrealistisch. Aber grundsätzlich ging es um die Aussage, alles ist eben giftig. Es ist nur abhängig von der Dosis. Na, es gibt Stoffe, da brauchst du nur ein Müh und fällst tot um. Und bei anderen, da musst du eben mal eine Schüssel voll essen und fällst tot um. So, und ich finde, wenn er jetzt den so Süßigkeiten kaufen würde und würde ihnen die schenken, dann macht er denen eine Freude, weil das bekommen sie von den Eltern wahrscheinlich seltener, weil die ja eben nicht so üppig gestellt sind. Beziehungsweise die Eltern, die achten natürlich erstmal darauf, dass die Kinder was im Bauch haben und satt sind. Ja, also einigermaßen vernünftig ernähren. Nein, es ist, wie gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen immer so zum Fremdschämen, was er da manchmal abzieht. Und ja, das ist schon irgendwie echt heftig. Trotzdem, wir schauen ihn schon ganz gerne, weil er haut eben immer wieder krasse Sprüche raus. Na, lässt er sich die Haare machen dafür für 2 Euro oder was? Und sagt dann, das sieht ja genauso aus wie vorher. Er hat sowieso eine, für einen Typ, der also eine ziemlich crazy Figur, Frisur so, oben so einen Kamm halt, so ein bisschen wie Punker, die Seiten rasiert. Ich meine, okay, wem es gefällt, kein Thema. Und ja, ist schon verrückt. Nein, wie gesagt, man bekommt durch ihn natürlich Dinge zu sehen, die man bei so einem normalen Dokumentarfilmer, der da mit so einem riesigen Kamerateam da durch die Gegend zieht, nicht bekommen würde. Aber dann hat er auch so gesagt irgendwie, da war ja dieser Schwarze, der ihn da so ein bisschen rumgeführt hat, der ihn da zu den Kindern gebracht hat und der auch ja, zum Beispiel ihn mitgenommen hat zu seiner Behausung, dann eine Trommel vorgeholt hat, getrommelt hat, dann mit ihm wiederum dann zu den Kindern und dann haben die ja getanzt und so weiter und so fort. Und er meinte, der wäre am Ende komisch geworden. Ja, kann ich mir vorstellen, warum. Weil ich fand, der Mann hatte sich auch ein bisschen irgendwo, ja, dem hätte er auch mal 5 Euro in die Hand drücken können oder was, ne. Das wäre für den viel Geld gewesen und so. Ich denke mal, dass der deswegen vielleicht ein bisschen angezickt war. Ich weiß es aber nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl die Englisch sprechen und ich ja Englisch doch, ja, kann man sagen, schon einigermaßen beherrsche, ist es halt so, dass
ich deren Englisch oft nicht wirklich verstehe. Ne? Nee, das hat aber irgendwie noch nicht gereicht. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr durchlüften, wenn wir jetzt hier durch den Ort fahren. Ja, mittlerweile 11:19, ne? Sind natürlich wieder Chancen. Kundschaft im Fischladen und Tür offen. Schon länger kein, oder? Eigentlich müssten wir das mal wieder machen. Ja, vielleicht machen wir das nächste Woche mal, wer weiß. Gucken. Heute gibt es zum Fußball Hackbrötchen. Und morgen gibt es, weil der Kurze ja da ist, Brathuhn. Eins seiner Lieblingsessen. Die Brathühner für nächstes Jahr, die sind jetzt auch schon, ja, die haben einen richtigen Schub gemacht in der Entwicklung. Sind richtig gut dabei jetzt. Machst du aber auch Sachen, ey. Sachen machst du. Meinst du, weil gerade habe ich da so einen alten Schlepper gesehen. Und ich habe manchmal so einen Spleen, dass ich sage, ah ja, so einen, den würde ich mir gerne noch in der Garage stellen. Und mein Ziegenbauer, der hat einen, hat auch erzählt, der hat mal für 1000 Euro aus Kassel geholt. Der hat auch noch eine 6 km/h Zulassung. Die kriegst du heute gar nicht mehr. Mein Nachbar hat auch Glück gehabt und für 1000 Euro so ein Ding abgegriffen. Ich meine, gut, was will man damit? Ich hole damit kein Holz aus dem Wald, das mache ich ja nicht mehr. Und es ist nur ein Spleen. Man hat eben so Spleens. Aber was hat letztens noch jemand gesagt? Man muss so Träume haben, so Fantasien. Na, er meint, es wäre nicht okay, einfach nur in den Tag hineinzuleben, auch mal ein bisschen nach vorne zu gucken in die Zukunft und sich zu überlegen, was will ich da. Dann haben wir auch gestern darüber gesprochen, ich habe ja da Motorrad, dass ich da aus Zeitgründen kaum zum Fahren komme. Und naja gut, da hat er mir natürlich, hat er mir dann beigepflichtet, wo ich gesagt habe, so ein Wohnmobil würde viel besser zu unserem Leben mit den 4 Hunden und so passen, weil wir dann eben mal so Wochenendfahrten machen könnten, irgendwo hin und müssen uns keinen Kopf machen, eben eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, weil das ist ja so. So gesehen kannst du ja überall hinfahren, du findest auch immer was, wo du übernachten kannst. Aber mit 4 Hunden wird es ein echtes Problem und je nach Hotel, nehmen sie dir mal eben für so einen Hund 10 Euro Aufpreis ab. Das heißt, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 80 Euro für so ein Zimmer, dann, ja, was soll denn das? Wir sind doch noch gar nicht da, du. Mann, ja klar. Dann ist es natürlich so, ja, dass man dann direkt mal eben 40 Euro
Und das ist schon heftig. Aber überhaupt was zu finden, wo die sagen, ja, das ist okay, das ist schon nicht so einfach. Ist zwar besser als früher, weil immer mehr Leute Hunde haben und es mittlerweile immer mehr ja, Hotels oder so Vermieter von Ferienwohnungen so sind, dass sie sagen, ja, Hund ist gestattet. Aber immer noch nicht ganz einfach. So, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ey. Ja, ich glaube, ich werde 11:18 haben wir jetzt auf dem Platz. Ihr seid noch da? Ja, ihr seid noch da, alles gut. Ah, seitdem ich das umgestellt habe, bin ich da, glaube ich, bei der Kamera auf der sicheren Seite. Nichts mehr mit Überhitzen hier. ...1,65, aber die machen nur Karte. Karte habe ich nicht dabei. Na gut, mit dem, wo ich jetzt hier eine Firma bin, da brauche ich eh nicht tanken. Der andere, da müsste ich mal schauen, was da am Wochenende ist. Also jetzt nicht, dass der jetzt an der Tankstelle steht oder so. Ne? Das wäre jetzt die absolute. Was ist denn hier mit der Reichweite? Ja, das reicht, das lassen wir. Das lassen wir mal schön. Da tanken wir Montagmorgen. Yes, ich muss jetzt noch mal über den Hof gucken, ob er nicht an der Tankstelle ist, weil das kann natürlich sein, dass er jetzt auftankt, obwohl er pflegt, immer nachts zu tanken. Jetzt mal die große Runde über den Hof. Nein, an der Tankstelle ist keiner. Gewonnen! Ich habe die Challenge gewonnen. Ja, Leute, ich wünsche euch wie immer, auch wenn die Wetteraussichten durchwachsen sind, wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Mal gucken, was wir für eine Lenkzeit haben. Boah, 7:08, super. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.